Wie machst du es an einem Ort, wo jeder Quadratmeter Gold ist? Wir haben uns heute den ganzen Tag im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitforschung der internationalen Bauausstellung IBA 22 Heidelberg mit neuen Formen der Partizipation zur nachhaltigen Stadtentwicklung beschäftigt. Das Ganze lief dann so ab, dass wir uns heute früh getroffen haben und jeder Workshop-Teilnehmer, jede Teilnehmerin ein Thema einbringen konnte, das ganz kurz vorgestellt hat und dann angelehnt an das Modell des Barcamps, falls Sie das kennen. Wir würden Ihnen jetzt ganz gerne die vier Themen vorstellen, über die wir heute gesprochen haben. Und dann möchten wir gemeinsam mit Ihnen und natürlich auch mit unseren Workshop-Teilnehmern von heute Mittag noch einmal direkt in einen Diskurs gehen. Planung ist häufig in der Literatur auch so belegt, dass man Konflikte vermeiden möchte. Wir hingegen haben dann überlegt, dass eigentlich Konflikte auch ganz sinnvoll sind und auch ein ganz wichtiger Bestandteil von demokratischer Gesellschaft ist. Haben Sie Erfahrung, dass mit solchen Spielen, dass man damit auch andere, vielleicht andere Altersgruppen, andere Milieus erreicht für die Bürgerbeteiligung? Ich selber arbeite eben auch im Bereich Forschung, aber auch Beratung bei integrativen Stadtentwicklungsprozessen und erlebe immer wieder, dass das, was Anwohner, was Bürger am meisten wünschen, ist am Ende, ich sag mal, dass sie einfach stolz sind auf ihr Viertel. Dann weiß ich nicht, wie man überhaupt diese bürgerlichen Vorstellungen mit den bildungsfernen Schichten in Einklang bringt. Wir hatten da ausführlich darüber gesprochen, über diese Frage, wie eigentlich die verschiedenen Ebenen der Partizipation funktionieren, wie die Leute auch wirklich dann angesprochen werden, wann sie sich repräsentiert fühlen und wann nicht. Und das ist ganz wichtig, dass man natürlich auch, was in Hamburg bei der IBA dort, die letztes Jahr zu Ende ging, aufsuchende Beteiligung genannt hat. Es war ja doch eine wissenschaftliche Veranstaltung heute, aber ich merke, dadurch, dass wir das outgesourced haben an zwei Profis, ist es doch ganz anders verlaufen als ein wissenschaftliches Symposium bei uns an der Universität. Und das fand ich jetzt ganz, ganz spannend und was für interessante Inputs da dabei waren. Aber gerade die Art, wie wir miteinander kommunizieren konnten, war für mich neu und dafür danke ich Ihnen beiden sehr, sehr herzlich.